So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Die Vorbereitungen auf die neue Erweiterung auf TWW laufen. Ja, wir freuen uns alle schon, wenn wir endlich wieder anfangen können zu traden. Stimmt's oder habe ich recht? Also mir ist ja wirklich mal mega langweilig ohne das Traden. Ganz ehrlich, ich vermisse es so, so sehr. Ich freue mich so, wenn wir wieder loslegen können und ich hoffe, ihr auch, ja. Und was wir bis dahin machen an Vorbereitungen treffen, das habe ich euch schon gesagt in einem der letzten Videos. Die vier Punkte, die wir machen müssen, ist Cash sammeln, was geht, herausfinden, welche Items es sein werden, die wir dann zu traden bekommen, Verbrauchsgüter. Und dann überlegen, ob wir sie in mehreren Stufen oder verschiedene Varianten traden wollen und es auf mehrere Charts verteilen. Und dann natürlich noch uns optimal einrichten mit helfenden Add-ons zum Traden. So, und da sind wir jetzt gerade dabei. Ja, das möchte ich heute einmal hier mit euch durchgehen, was für Add-ons ich selber benutze zum Traden und ganz grob, was das alles so ist. Und dann werde ich noch auf jedes Addon auch noch mal einzeln eingehen. Für TSM habe ich sowieso, glaube ich, eine extra Playlist, weil es ja ziemlich umfangreich ist. Auf jeden Fall habe ich da schon mal ein Video dazu aufgenommen für das Addon TSM. Aber jetzt zeige ich euch einfach mal, was benutze ich alles Hilfreiches, was mir hilft hier mit diesem Char, mit meinem Haupttrader, ja, den hier, der hier in Beutebucht stationiert ist. Schön zwischen Auktionshaus, Gildenbank und Bank, sodass man keinen Schritt moven muss. Kann ich euch nur empfehlen übrigens, ja. Also wenn ihr noch überlegt, welchen Standort man auswählen könnte, dann empfehle ich euch wirklich einen, wo ihr wenig moven müsst. Ja, aber das machen wir mal noch ein anderes Mal, weil das ist auch wieder so ein Thema für sich. Genauso wie welche Uhrzeiten man zum sich fürs Traden optimal eignen und so. Da wurde ich auch schon danach gefragt. Ja, machen wir alles noch. Ja, keine Sorge. Jetzt werden wir uns erst einmal die Addons anschauen. Wenn ich jetzt hier mal das Auktionshaus aufmache und ihr jetzt kein Addon benutzt zum Traden, dann seht ihr vielleicht schon den ganz kleinen Unterschied von meinem Interface zu eurem. Ja. Das ist jetzt hier, so schaut es eigentlich fast aus wie das ganz normale Interface von BOW. Der Unterschied ist, dass hier unten noch ein paar so Tabs sind. Unter anderem haben wir hier den Tab Auktionator. Und das ist schon mal ein Addon, das ich benutze. Ja, das heißt Auktionator. Könnt ihr euch in Curs runterladen. Eins von drei, die ich benutze. So, was macht jetzt Auktionator? Erstens mal kann man das Auktionshaus abscannen. Ja, ich drücke hier auf Scan und dann scannt es einfach mir das gesamte Auktionshaus ab und schaut, was ist da alles drin und wie sind die Preise. Das sollte man wirklich immer mal machen, um einfach ja halt Preise zu wissen, um immer die neuesten Preise zu haben, auf dem neuesten Stand zu sein. Ja, also dafür scannen wir einfach mal das Auktionshaus ab und dann kriegt man hier unten auch schon eine Meldung, es hat 27.947 Gegenstände verarbeitet. Ja, vollständiger Scan. Das sollte man immer mal machen, damit man einfach die aktuellen Preise hat, dass wenn man jetzt zum Beispiel ein Item im Inventar drin hat und hier drüber geht, dass es einem da auch schon einen Preis anzeigt, wie ihr hier in dem Kasten seht, wie viel dieses Item in der Auktion wert ist. Okay, also dafür machen wir das. Und auch wenn wir hier jetzt auf Verkaufen gehen und legen zum Beispiel dieses Item rein, dass wir auch da einfach eine Historie haben und die Preisentwicklung uns anschauen können. Das ist sehr wichtig, vor allem wenn man ein neues Item sich hinzunimmt, ja, in seinen Bestand, sage ich mal, aufnimmt, damit man einfach, man muss am Anfang die Preise beobachten, weil sonst weiß man ja nicht, was ist ein guter Preis zum Einkaufen, was ist ein Durchschnittspreis und was ist ein guter Preis zum Verkaufen. Deswegen ist es schön, wenn man diese Historie hier hat, ja, und auch so, wenn man jetzt mal ein neues Item irgendwie zufällig dabei hat, nehmen wir halt einmal das zum Beispiel. Auch hier kann ich hier die Historie sehen, nur von heute, weil ich gestern nicht geguckt habe, ja, aber dann sehe ich einfach, ist es jetzt ein normaler Preis, der aktuelle Preis, oder ist es niedrig oder ist es eher hoch, ja?
Also dafür ist dieser Scan gut. Was macht Auktionator noch? Da können wir hier mal auf die Optionen gehen. Und jetzt sehen wir hier noch ganz, ganz viele Sachen, die man sich einstellen kann, da wo wirklich ein paar tolle Sachen dabei sind. Zum Beispiel, was finde ich besonders toll? Also ich muss euch dazu sagen, ich benutze mit Sicherheit, koste ich alle diese Add-ons, die ich habe, nicht bis zum Äußersten aus. Ich bin mir ganz sicher, dass es noch ganz viele tolle Funktionen und Gimmicks in jedem dieser Add-ons gibt, die ich gar nicht mal verwende. Ja, ich nehme mir einfach das raus, was ich gerade aktuell brauche und was mir nützlich erscheint. Und ich muss nicht alles irgendwie machen und benutzen, was es da gibt. Aber es ist auf jeden Fall umfangreich, was man alles machen kann. Und was ich jetzt zum Beispiel sehr praktisch finde, ist dieses Verkaufen Mengen. Ja, dass du hier dir einfach schon mal einstellen kannst. Wenn du jetzt verkaufst Rezepte zum Beispiel, das mache ich jetzt mit einem anderen Char, dass es automatisch immer nur ein Rezept dir einstellt. Wohingegen Verbrauchsgegenstände ich automatisch immer 10 als voreingestellte Menge haben möchte, ja? Und so kannst du hier ein paar Sachen einstellen. Oder hier auch bei Kampfhaustieren will ich immer nur eins und nicht fünf auf einmal oder so reinstellen. Das ist wirklich sehr praktisch. Und hier gibt es noch ein paar andere tolle Sachen einfach. Ja, das könnt ihr euch dann alles in Ruhe anschauen. Ich will jetzt nur mal kurz einen Überblick geben über das Addon. Also das ist jetzt Auktionator. Und wie das jetzt aussieht mit den Mengen. Ich stelle jetzt hier zum Beispiel, nehme ich mal. Das ist natürlich jetzt nur interessant, wenn man mehrere von diesem Ding hat. Ja, also hier Verbrauchsgüter. Ich habe ja fast nur Verbrauchsgüter hier. Da habe ich jetzt automatisch hier eingestellt 10 Stück. Ansonsten würde es mir zum Beispiel hier alle auf einmal reinknallen und das will ich nicht. Ja, also das könnt ihr euch da unter anderem einstellen und das ist super praktisch. Dann habe ich noch Auktionier auch noch. Ganz ehrlich weiß ich nicht mehr genau, was Auctioneer macht. Ich weiß nur, dass ich beide Addons in der Kombi verwende. Was hier auch noch richtig super ist, ist hier dieser Deal Finder. Und ich glaube, dass der nämlich von Auctioneer ist und nicht von Auktionator. Was ist Deal Finder? Hier zeigt es dir Gegenstände an, die gerade günstiger sind im Verhältnis, als die sonst so in der letzten Zeit waren, damit du weißt, okay, da ist ein Deal, kann ich kaufen, ja? Hier kannst du auch noch ein bisschen was einstellen und kannst sagen, also es ist voreingestellt hier auf 5%, ja, wenn der Preis um 5% sinkt, dann wird es hier dir halt angezeigt und du kannst aber auch noch anders einstellen, ja, und auch in beide Richtungen das Ganze bewegen. Also ich lasse das hier immer so, wie das ist. Aber da könnt ihr einfach selber rumschauen. Also das ist auch sehr praktisch und ich weiß, dass ich beide Addons auf jeden Fall brauche. Weiß aber nicht mehr genau, was jetzt Auctioneer alles noch macht, ja. Ich glaube auch ein paar von diesen Button da unten, dass man hier zum Beispiel wechseln kann. Man kann jetzt hier ganz normal verkaufen. Dann kann man aber auch hier mit der Ansicht verkaufen und es gibt mehrere Möglichkeiten mit beiden Addons. Also ich benutze beide und die stören sich auch gegenseitig nicht. So, dann habe ich noch TSM. TSM ist das allerumfangreichste Addon, ja, wo ich mich anfangs auch sehr gewehrt habe, das überhaupt mir zu holen, weil ich immer gehört habe von anderen Leuten, oh Gott, TSM. Das ist so kompliziert. Da brauchst du erstmal ewig, um überhaupt das zu kapieren. So. Und dagegen, das wollte ich nicht, weil ich mag ihn nicht. Ich mag nichts Kompliziertes. Ich mag es nicht stressig, nervig, kompliziert, dass ich erstmal 100 Jahre irgendwas lesen muss. Ich will es einfach machen und gut ist. Und währenddem ich mache, herausfinden, wie es am besten funktioniert, ja. Aber irgendwann habe ich festgestellt, mir fehlt da eine ganz entscheidende Funktion, wenn ich nur Auctioneer und Auctionator benutze. Und diese Funktion heißt, ich kenne nicht meine Einkaufspreise, ja. Für wie viel habe ich Items eingekauft? Wenn ich jetzt nur 100 Stück kaufe, dann weiß ich natürlich, zu welchem Preis ich sie gekauft habe, ja. Wenn ich jetzt hier mal so 100 Automatikhammer kaufe,
Ja, dann kostet einer ist 82,99, ist übrigens sehr günstig heute gerade. Ja, dann kann man heute kaufen. Und gesamt zahle ich dafür dann 8.299. Jetzt könnte ich mir das natürlich immer alles aufschreiben, ja. Aber ganz ehrlich, wenn du mal von Items mehrere Zehntausende kaufst, wie hier vom Users Herzhaften Eintopf, habe ich gekauft 31.600 Stück. Was nicht mal stimmt, es waren viel mehr, aber es sind schon aber ein paar Daten sind schon lost gegangen. Ja, hier 104.000 Stück. Dann weiß ich nicht mehr, für wie viel ich jeweils diese ganzen Items eingekauft habe. Und ich will mir das auch nicht jedes Mal ausschreiben, weil manchmal muss das echt schnell gehen. Wenn du hier ein Schnäppchen siehst, musst du hier sofort zuschlagen, bevor das weg ist. Und ja, und deswegen ist es sehr praktisch. Schon mal eine Funktion von TSM, weil TSM notiert dir nämlich, hier sehen wir die Einstellungen von TSM. TSM heißt übrigens Trade Skill Master ausgesprochen. Hier sehen wir schon, hier, wenn ich jetzt gehe auf Ausgaben, ja, und nehme jetzt zum Beispiel diesen C4-Trank, von dem ich ja, ah ja, der ist jetzt hier nicht mehr drin, weil es schon etwas länger her ist. Da müssen wir hier mal auf 60 Tage gehen, dann findet man ihn, glaube ich, noch. Genau, da ist er noch, ja, der C4-Trank. 104.000, also auch das sind schon mehr, aber die Daten, die fliegen irgendwann hier halt raus, ja, nach einiger Zeit. Und hier habe ich jetzt einfach Durchschnittseinkaufspreis. Für wie viel habe ich im Durchschnitt dieses Item eingekauft? Und das ist mega wichtig für uns Trader. Wir müssen nicht alle einzelnen Preise wissen, mal kaufen wir das Item für 8 Gold, mal kaufen wir es für 15, ja? Wenn du so viel kaufst wie ich, 104.000 und mehr, und das werden wir im neuen Addon, und das werden wir, also ich jedenfalls, ja. Und dann weißt du das nicht mehr. Und jetzt hast du hier einen Durchschnittseinkaufspreis. Und das ist wichtig, ja, weil nur darum geht's. Wie viel hast du im Durchschnitt für dieses Item ausgegeben? Damit du dann weißt, wie viel musst du einnehmen mit diesem Item, ja? Okay, also dafür, deswegen habe ich mir TSM dann letztendlich dann doch heruntergeladen, obwohl ich mich sehr lange gewehrt habe dagegen. Und ich habe dann festgestellt, es ist alles nicht so heiß, wie es gekocht wird, ja. Manche haben vielleicht den Anspruch, dass wenn sie irgendwas haben, dass sie es komplett so 1000% wissen, kennen und alles und so weiter. Ich nicht. Ich schaue einfach, was gibt es da so und gucke immer ein bisschen rum und gucke dann auch, kann das das vielleicht auch oder ich frage jemanden in meinem Stream, wissen das die Leute sowieso immer, irgendwer weiß es schon immer, ja. Und dann schaue ich einfach, was kann es denn noch alles und was kann ich damit noch machen? Also TSM ist sehr umfangreich. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es ist nicht so kompliziert, wie immer gesagt wird. Wenn man nicht den Anspruch hat, sofort alles auf einmal zu wissen, zu kennen und zu können und zu nutzen, sondern sich langsam voranarbeitet. Man kann sehr, sehr, sehr vieles hier einstellen. Ich finde es ganz wunderbar. Ich möchte es nicht mehr missen. Und ich bin mir sicher, ich nutze nur 20% von diesem Item Addon, ja, von diesem Addon. Und auch schon mal hier diese Übersicht finde ich einfach super, super toll. Das ist so motivierend einfach, ja, wie das Gold steigt. Ist ja wunderbar, oder? Allein schon dafür braucht man es ja. Ja, also das sind meine drei Addons. Hier gibt es auch noch eine Funktion dann direkt im Auktionshaus mit TSM, die auch super ist. Hier wird alles aufgelistet, wenn du auf TSM-Modus einstellst. Kannst du hier auch verschiedenes Zeug noch irgendwie machen? Ich finde interessant hier die Seite mit den Auktionen, wo wirklich dabei steht, was ich verkauft habe, wie viel Gold jetzt reinploppt demnächst, wie viel Gold eingestellt ist an Auktionen und wenn ich was verkauft habe, wird es hier alles aufgelistet und das ist besser sichtbar dann als hier. Im Moment ist nicht viel drin, ja, deswegen ist jetzt hier ein bisschen ungeschickt eigentlich, das euch zu erklären, aber kann man nichts machen, weil gibt im Moment nichts mehr zu traden, aber sonst zu Hochzeiten ist das hier komplett voll und man hat keinen Überblick mehr. Da habe ich hier Gegenstände im Wert von über 1 Million drin stehen, ja, und ganz viele. Und hier habe ich einfach dann einen schönen Überblick, wo ich sehe, aha, das ist alles verkauft, das alles noch nicht verkauft und das ploppt jetzt dann rein und so viel ist noch drin, was noch verkauft werden kann. Okay, das war's mal fürs Erste, meine Lieben. Erstmal ein ganz kurzer Überblick über die drei Addons, die ich benutze. Also hier alle runtergeladen im TSM Auktionator, ja, mit C.
Auktionier wird auch so geschrieben mit C und dann mit Doppel-E. Ich kann es euch gerne in die Videobeschreibung dann noch reinschreiben. Ja. Auktionier steht hier, glaube ich, gar nirgends irgendwo. Aber doch, man könnte ja hier noch gucken bei den Add-ons. Da kann man ja auch noch schauen. Dann zeige ich es euch da schnell, wie man es schreibt, wenn ich es hier. Auktionator, ja. Und Auktionier, okay? Genau, hier seht ihr es. Auktionier hat diesen Dealfinder und der ist wirklich sehr, sehr, sehr praktisch, finde ich, ja. Genau, und dann noch Trade Skill Master. Also hier seht ihr, wie man die ganzen Add-ons schreibt und es ist wirklich wichtig auch im Cursor, dass ihr sie genau so schreibt, wie sie hier geschrieben sind, weil Cursor das sonst nicht findet. Ich habe am Anfang Trade Skill Master nicht gefunden. Es hat mir irgendwelche anderen Add-ons angezeigt, die so ähnlich heißen. Weil ich Trade Skill Master nicht so geschrieben habe, wie es da steht, nämlich komplett alles zusammen und Trade Skill und Master jeweils mit großen Anfangsbuchstaben. Ja, ich habe alles irgendwie auseinandergeschrieben oder klein oder so und da findet es das nicht. Okay, jetzt wisst ihr schon mal, welche drei Addons ich benutze. Schaut sie euch an, wenn ihr noch nichts habt an Addons zum Traden. Ich finde als Hardcore Auktionshaus-Trader An- und Verkauf, so wie ich es in den vergangenen Monaten betrieben habe, muss man solche Add-ons auf jeden Fall etwas haben. Ganz ohne Add-on, da wirst du nicht froh damit. Ja, es ist schon schön, hier ein bisschen was zu haben und vor allem dieser Durchschnittseinkaufspreis, der ist wirklich mega, mega wichtig. Sonst müsstest du dir alles so selber ausrechnen und da wirst ja kirre dabei. Gut, das war's mal fürs Erste. Wir können uns alles auch noch einzeln anschauen. TSM habe ich eh schon ein Video gemacht und da kommen natürlich noch mehr dazu. Ich zeige euch noch ein paar tolle Funktionen, wie das alles so funktioniert und ja, dann die weitere Vorbereitung auf die neue Erweiterung zum Goldfarmen wieder einsteigen. Cash zusammensammeln, zeige ich euch eh immer mal ein bisschen was, wie kann man jetzt noch Cash machen. Ja, wir sprechen drüber auch immer in den Livestreams und sammeln auch Ideen, wenn andere noch da sind, die sagen, hier, ich mache im Moment so damit Cash, mit Transmog Gear farmen oder. Und ja, ich werde dann noch diese neuen Items heraussuchen aus der Beta und mir da Listen machen. Und dann, wenn ich diese Listen habe, dann kommen die auch in den Mitgliederbereich rein und dieser wird dann eben auch im Zuge dessen überarbeitet werden. Ja, also es geht hier voran, meine Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Schaut euch die Addons an, ladet es euch runter, wenn es euch interessiert. Guckt es euch an, schaut, was findet ihr gut, womit kommt ihr am besten klar. Wollt ihr auch alle drei oder nur eins oder was ganz anderes? Kann auch sein, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr für Trading-Addons nutzt und was das Besondere vielleicht auch an deinem Addon ist, was du gerne magst. Vielleicht finden wir ja noch was Schönes und können uns ein bisschen austauschen, sodass wir einfach wunderbar dann vorbereitet sind. Ja, dann sage ich einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen und einen wunderschönen Abend noch und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!